Vielleicht kann ich das Zeug auch in den Generator einfach reinschmeißen. Den Generator. Na, da wollte ich doch die Kohle und das Holz reinschmeißen. Ah, das ist mein... Wahrscheinlich könnte ich da auch Eimer mit Lava reinschmeißen. Es gibt dafür eigentlich einen eigenen Generator in dem Rezept. Nuklearreaktor heißt das da. Also es gibt viele Geräte, wo sich aus der Hitze streifen. Jetzt kommt der Gelbe. Und gleich sind wir alle tot. Und wenn der Gelbe oben ist, muss ich mich auslocken. Oh. Dann wird gleich die Verstrahlung beginnen. Oder erst, wenn ich so ein Inventar habe. Oh, nein, Mami. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich auch nicht. Ich will nicht sterben, noch nicht. Oh, Uranium, ach du Scheiße. Uranium 235, Uranium 238 und Steinstaub. Guck mal schnell ins Periodensystem der Elemente, was das macht. Nein, 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 nein. Warum lachst du da so, du Arschloch? Da freut er sich. Alter, ich bin voll verstrahlt. Was machen wir denn jetzt? Das Zeug wird ja immer da noch sein. Ich bin doch nicht verrückt, ich gehe nie wieder in diesen Raum. Kann es sein, dass ich da nie wieder rankomme, dass das alles verstrahlt ist jetzt? Ich qualme auch noch grün. Ach du Scheiße, oder ich muss mir einen Schutzanzug bauen. Du bist aber noch in dem Raum drin und bist nicht verstrahlt, oder was? Ich bin raus wie rein. Vielleicht ja wirklich nur, wenn man es im Inventar hat. Wahrscheinlich, das will ich hoffen. Alter, das ist nur der Dank dafür, dass man sich hier opfert. Ich habe dir eine Terminalzentrifuge geschenkt. Ich habe nicht gesagt, du sollst da Uran reinpacken. Aber jetzt weiß ich endlich, wie Uran aktives Zeug draus macht. Aber scheinbar ist diese Verstrahlung jetzt nicht so. Wo ist denn das Zeug? Ist das geil. Ist das Uran noch da? Ja. Das Schlimme ist, wenn ich das jetzt einsammle, bin ich sofort tot. Wir müssen da was rumbauen. Das muss abgeschirmt werden. Das muss vergraben werden, ganz tief unter der Erde. Das darf nie wieder in die Hand eines Menschen kommen. Nie wieder. In 3 Millionen Jahren darf da keiner mal ran. Hat mein Kuhler Stein. Alter, der Höhepunkt. Das hat sich jetzt wirklich gelohnt für die Leute, die hier seit 10 Stunden zugucken. Oh mein Gott. Ich habe seit Monaten nicht mehr so gelacht. Das Zeug muss unbedingt eingebaut werden. Vernichten kann man es ja nicht. Frag mal Snowden, was du damit machst. Hoffentlich strahlt es da nicht durch. Stell dir mal vor, wenn eines Tages, wenn irgendjemand das mal aufhackt, der stirbt sofort. Warte mal, wir müssen da ein Schild hinstellen. Achtung, radioaktiv verstrahlt für 30 Millionen Jahre. Scheiße, was? Das ist so geil. Auch danke, du hast mir die Frage beantwortet, wie stelle ich Uran her? Ja, genau, was sollte man damit nicht machen? Ja, nee, das Zeug wird man brauchen für einen Reaktor, aber wie fasst man es an? Man kann es rausnehmen, man kann einen Schutzanzug bauen. Du kannst ja einen Schutzanzug bauen. Solltest du mal schnell machen. Ja. Achtung, Achtung, Uran, Achtung, Uran, verseucht, Ausrufezeichen, der Trick für am Uran, ja, in 2 Blocktiefe, so. Ein UFO hat dich verstrahlt. Das hört doch nicht auf. Siehst du das? Ich qualme noch immer. Bin voll verstrahlt. Wer weiß, wie lange das dauert, ey. Ich seh's gerade im Strich.
Karte, darf ich das immer? Steck mich bloß nicht an, ey. Hallo, René. Wir haben keine Maschinen, ne, wir haben hier nur ausprobiert eine Thermalzentrifuge, was passiert, wenn man da Uran reinmacht. Und dabei habe ich mich, als ich das Uran in mein Inventar gepackt habe, weil ich dachte, ich könnte es zum Mülleimer hintragen. Aber es ging nur so, bap, 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 bap. Ich konnte gar nicht so schnell reagieren. War völlig verdutzt und die zwei Sekunden, die man so hat in einer Schocksituation, also weil waren zwei Uransorten, einmal 238, einmal 200, also vier Brocken oder so. 4438, glaube ich. Das war nicht egal. Eines der traumatischsten Erlebnisse, was ich je gehabt habe bei Minecraft. Eines der witzigsten Erlebnisse, die ich. Ja, für dich. Für dich total lustig. Ich qualm mir immer noch grün. So blauäugig, das ist halt ein Fassier. Ich bin versorgt. Ich bin versorgt. Duschen. Vom Duschen ist weg, meinst du? Ich denke, es geht einfach mit der Zeit weg. Ich habe auch gedampft nach dem Anfang. Ich habe mich ausgelockt, nur einen Lock, dann war es weg. Ach, okay, versuch ich mal. Ja, genau. Ich will die ganze Zeit sagen, aber ich musste lachen. Das ist aber jetzt nicht Gehässigkeit oder so, warum du lachst. Das ist einfach nur, weil es lustig ist halt. Blauäugig war. Ach, ich fasse das mal an, ich teste mal aus. Risiko. Aber ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich gewusst hätte, ich hab umgeblödelt eigentlich. Eben, das ist ja das. Ach komm, lass uns mal den Pyramiden. Wenn ich das gewusst hätte, dass das wirklich passiert, dann hätte ich das natürlich nicht gemacht. Aber kannst du mir mal einen Gefallen tun? Ja. Kannst du dich hier mal aufhacken und die Dinger mal rausholen? Nein. Warum denn nicht? Da passiert nichts, ich meine, die strahlen noch gar nicht mehr nach so langer Zeit. Der sind schon 3 Millionen Jahre hoch. Nein, die strahlen nicht mehr. Och Mann, ist so.